Hi Leute, heute geht es darum, wann und wie lange du fasten solltest. Was ich dabei unbedingt beachten würde, das erfährst du gleich. Okay, und zwar beim Fasten ist mir immer wieder aufgefallen und oft ist es einem gar nicht so bewusst. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Fastenretreats zum Beispiel auch gemacht gehabt und jetzt auch Online-Fasten-Seminar gemacht. Wir fasten dann auch im Ende März fasten wir wieder zusammen. Genau, in der Zusammenarbeit. Wenn du da auch Lust hast, trag dich gerne mal unten für ein Erstgespräch ein. Genau, dann können wir auch mal schauen, ob das vielleicht was für dich ist, ob wir dich da auch auf dem Weg begleiten können. Genau. Und auf jeden Fall ist mir aber dabei aufgefallen, dass es immer wieder vorkommt, auch wenn das eben nicht auf so einer bewussten Ebene passiert, dass man sich zum Fasten zwingt, in Anführungszeichen, und sagt, hey, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, den Monat unbedingt zu fasten, und zwar 7 Tage lang. Und das habe ich mir vorgenommen und dazu zwinge ich meinen Körper jetzt. Und das ist nämlich genau das Ding. Und auch wenn das jetzt nicht so drastisch sein mag, wie ich das jetzt gerade ausgedrückt habe, aber oft ist es so, hey, okay, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt und dann mache ich das jetzt genau zu dem Zeitpunkt und genau so lange. Weil das ist das, was ich mal immer machen wollte. Ich wollte einfach mal 7 Tage nichts essen. So, und häufig geht es dabei dann gar nicht mehr um die Gesundheit. So. Weil das Allerwichtigste für mich ist, wenn es ums Fasten geht, weil das Fasten ist auch was, wo man für den Körper macht, wo der Körper sich regenerieren kann, wo er heilen kann, weil er nicht den ganzen Tag mit der Verdauung beschäftigt ist und die Energie da reinstecken muss. Kann super gut dabei entgiften, alte Toxine, Schadstoffe ausscheiden, ausleiten. Und wenn es zum Beispiel so ist, man ist in einer gestressten Phase, man hat sich total reingesteigert, der Körper ist eh schon extrem belastet dadurch und man hat keine Ruhe, aber man muss noch einen ganzen Tag jetzt die nächsten 2 Wochen was machen, aber man hat sich in den Kopf gesetzt, hey, ich möchte jetzt 7 Tage fasten. Dann ist es einfach nur eine Tortur für den Körper. So. Ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber nur damit du weißt, worauf ich hinaus möchte. Weil oft zwingt man den Körper dann eben, weil man gesagt hat, okay, jetzt genau zu dem Zeitpunkt. So. Und das Wichtige ist eben, wenn du wirklich fasten möchtest, dann hör auch auf den Körper. Fühlt sich's gerade richtig an? Ist es gerade der richtige Zeitpunkt? Passt es gerade rein? Habe ich gerade die Ruhe? So, wenn du nicht die Ruhe und die Zeit dafür hast, unter Stress bist, dann würde ich das Fasten eher mal verschieben. Generell. Und dann lieber mal am Wochenende und lieber auch mal kürzer. Weil das geht damit eben auch immer einher, oft so, dass man sich so einen Wettkampf macht, hey, ich möchte unbedingt mal 30 Tage Wasserfasten, ich möchte unbedingt mal 7 Tage eine Woche fasten, ich möchte unbedingt mal 3 Tage Wasserfasten, egal wie lange. So. Dass man sich oft selber entweder was beweisen möchte und selber schauen möchte, oh, ich schaffe das, auch wenn es eben nicht auf so einer bewussten Ebene ist manchmal. Deswegen gilt es halt da wirklich hinzuschauen, hey, warum möchte ich das jetzt unbedingt diese 7 Tage durchziehen? Und sich dessen erstmal bewusst zu werden, okay, ist das jetzt eher so ein Ego-Ding, ist es jetzt eher so ein, ja, Wettkampf mit mir selbst und ich möchte mir das beweisen, dass ich jetzt schaffe, mal eine Woche nichts zu essen? Oder möchte ich es jemand anderen beweisen? Und dann ist man derjenige, der länger und mehr gefastet hat oder sonst was? Weil für deinen Körper ist es im Grunde völlig egal. So ist es natürlich nicht so toll, wenn man irgendwie erzählt, hey, ich habe nur 2 Tage immer gefastet, aber das ja dafür regelmäßig, jeden Monat zum Beispiel. Aber das ist am Ende oft viel
besser für deinen Körper, weil dann kannst du am Wochenende zum Beispiel mal 2 Tage fasten. Oder du machst sogar einen kompletten Tag jede Woche. So ist für deinen Körper oft viel besser. Hat regelmäßig die Erholungspausen, wo die Verdauung sich ja, mal wieder klären kann, wo der Körper sich mal wieder richten kann. Oder mache ich einfach, ja, stopfe ich 2 Jahre mit allem möglichen Müll voll und dann fällt mir ein, ich muss 40 Tage Wasser fasten. Und klingt ja super toll, wenn ich dann 40 Tage nichts gegessen habe. So, ist nicht falsch. Kann man auch machen, wenn sich das richtig anfühlt, wenn dafür das richtige Setting da ist. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also es ist wirklich einfach wichtig zu schauen, dass man da innerlich nicht in irgendeinem Wettkampf ist, dass es man sich dabei bewusst macht, hey, dabei geht es darum, dir was Gutes zu tun. Und nicht dazu, dich dazu zu zwingen und dann irgendeine Zahl zu haben. Oder das einfach mal gemacht zu haben, jetzt zu einem Zeitpunkt, auch wenn es nicht passt. Ja, genau. Das wollte ich heute nochmal loswerden, weil das ist ein Riesenpunkt, der mir immer wieder aufgefallen ist. Und ja, also lieber kürzer, öfter fasten zum richtigen Zeitpunkt. Man kann auch eben länger fasten, aber je nachdem, wie es halt passt. Und am Anfang würde ich sowieso, wenn du mit dem Fasten startest, erstmal langsam rantasten. Du kannst doch erstmal intermittierendes Fasten machen, ist auch super gut. Oder einfach nur 2 Mahlzeiten zum Beispiel am Tag zu essen, wo der Körper zwischendrin immer wieder die Pausen hat, um zu regenerieren und die Energie woanders als in die Verdauung reinzustecken. Tja, das wollte ich mal loswerden. Kommentiere gerne mal unten drunter, wie du das mit dem Fasten handhabst. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, auch mal gemeinsam zu fasten. Wir fasten ja immer ich habe immer eine Woche gemacht, also eine Woche, wo wir gemeinsam das Ganze machen. 2 Entlastungstage aber erst und dann 3 Fastentage. Lege ich normalerweise auch aufs Wochenende so. Dann kann man sich dabei ausruhen und je nachdem, was der Körper halt einfach bedarf. Wenn man Lust hat, kann man rausgehen, sich bewegen. Und dann wieder 2 Aufbautage. Ja, dann unten drunter ist ein Link. Ja, schreib mir gerne Mail oder in Facebook. Und ansonsten, ja. Lass, wie gesagt, gerne mal da, wie du es mit dem Fasten handhabst, ob du schon mal gefastet hast, warum du das Video geschaut hast, ob du da jetzt gerade reinstarten möchtest oder wie lange du fastest, wenn du fastest. Jo, ansonsten dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.